Drei Talente, eine Entscheidung. Wen nimmt Marc mit ins Halbfinale? Ja, Mann, also... Sollen die anderen Coaches dir vorher nochmal helfen? Gerne. Super schwer. Ich finde, Marlon hat wirklich vom Herzen gesungen, aber die Aufregung war schon auch sehr zu spüren, finde ich. Der war nicht so lässig, wie er sein kann, aber trotzdem tolle Performance. Ich fand, Sid wollte das unbedingt und hat es gut gemacht. Aber die Frage ist, aber das hat, was man braucht für die Live-Shows. Wir wissen, das ist eine Riesenlast. Und eine ist halt eine Bank, irgendwie so. Aber man muss halt lieben das, was sie macht. Also es ist super schwer. Also ich glaube, egal was passiert, machst du was Falsches. So, hat er dir richtig gut weitergeholfen, ja, jetzt, danke. Ne? Das bringt richtig was. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Also. Nee, ich möchte mich auch selber entscheiden. Ja, welche Faktoren zieht man in Betracht, wenn man sich jetzt entscheidet? Ne? Es geht um Gesang, es geht um Musikalität, es geht um Ausstrahlung. Das alles zieht man in Betracht, aber wahrscheinlich geht es am allermeisten darum, welche Wirkung hat das, was die Talents auf der Bühne machen? Was bewirkt bei mir am meisten? Und bei einem der Auftritte war ich wirklich sehr, sehr ergriffen und berührt davon und bin einfach gespannt, wie es weitergeht. Deswegen gehe ich ins Halbfinale mit Marlon. Ja! 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 Du bist im Halbfinale! Oh mein Gott! Ich gänze so. Ja! Hast du gut gemacht. Ja, danke dir. Das ist euer Applaus, Anja und Sid. Danke, ihr zwei. Und Marlon Falter ist Halbfinalist im Team Marc Forster. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Der Tore, der bringt dich jetzt zur Party. Ja, ich freue mich. Also, ich liebe es einfach live zu spielen und ich glaube, das merkt man auch. Ja, schon wieder. Ja, ja.